Moin moin Leutis und willkommen zu diesem Video. Genau, heute gibt's mal ein Tutorial für Archäologie in New Hillcrest und Umgebung. Genau, es gibt ja vier Orte quasi, wo es eine bestimmte Anzahl an Steinen gibt, wo man abbauen kann. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, meine Routen. Und zwar lege ich immer damit los, ich nehme immer den Transporter zum Mondsicheldorf. Und ja, dann... jetzt habe ich schon direkt gefailt. Genau, dann reite ich immer erstmal hier runter. Und dann gleich über die Brücke. Und dann kann man sich orientieren am Rennen dort hinten. Genau, da ist quasi der Startpunkt für die erste Route. Genau, dann legt ihr hier los mit diesem Stein hier. Da müsst ihr einfach nur um den Baum rumreiten. Dann kommt man an diesen Felsen hier. Guckt, ob der gold oder blau ist halt. Man braucht ja eigentlich nur die goldenen. Dann kann man hier vorbeischauen. Hier, der zum Beispiel leuchtet jetzt auch nicht, der an der Brücke. Dann reite ich immer über diesen Baumstamm und dann kommt man zu diesem hier. Da ist jetzt der goldene. Dann reitet man weiter über den Baumstamm an dem hier vorbei. Hier oben lang und dann hier zwischendurch. Dann kommt hier einer, da kann man wieder gucken. Dann kommt hier oben einer, der recht häufig eigentlich Gold ist. Hier neben dem Picknickplatz. Der hier. Genau. Dann hier kann man wieder hoch. Ja. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht so sehr fällt wie ich gerade. Hier ist halt auch noch einer neben dem Baum. Dann reitet man in relativ gerader Linie hier hoch. Hier ist auch noch so ein Stein, wie man sieht. Dann geht es quasi hier vorbei am Bunker. Da muss man sich immer schön links halten. Und dann hier seitlich hoch. Und dann vorbei an diesem Stein hier. Dann geht es weiter mit diesem hier. Dann kommt noch hier der, den kann man auch einen vorher einbauen. Hier, der ist auf den Felsen halt. Genau. Und zu allerletzt, oder zuvorletzt quasi, noch der Stein hier neben dem Baum. Und dann einfach noch ein Stückchen weiter reiten. Zwischen diesen Felsen hier ist auch noch so ein Stein. Genau, das ist das Ende von dieser Route und dann geht es schon in den Spiegelsumpf. Dort ist halt die nächste Route. Ich mache das immer so, dass ich die Routen quasi alle so verbinde. Genau, dann reiten wir jetzt mal in Richtung Spiegelsumpf. So, genau. Dann ist hier schon der erste Stein. Wie man sieht, leuchtet er nicht, also unwichtig. Dann reitet man hier seitlich über diese Brückenbegrenzung, um diesen Stein da unten sehen zu können. Denn wenn er Gold ist, kann man einfach seitlich runterspringen quasi. Hier dasselbe, hier ist auch nochmal ein Stein neben dieser Brücke. Kann man sich, finde ich, immer ganz gut merken. Am Anfang ist die Route doch echt mega einfach. Dann ist hier noch der nächste Stein neben dem Felsen. Genau. Die Routen lassen sich eigentlich auch recht einfach einprägen, wenn man sie ein paar Mal abgeritten ist. Einfach das Video nebenbei laufen lassen und immer noch mal gucken am besten. Genau. Hier ist dann schon der nächste Stein an diesem Baum hier. Dann mache ich immer hier die Abkürzung, aber man kann natürlich auch über die Brücke reiten. Dann kommt hier die nächste Brücke. Und der hier ist, war, glaube ich, bei mir noch nie golden. Aber genau, hier ist auch noch einer neben dem Baumstumpf. Dann einfach hier weiter reiten. Ich mache da meistens die Abkürzung hier drüber. Da kann man aber auch die beiden Brücken einfach nehmen. Dann hier über diese Brücke. Und dann kann man meistens schon im Laufen sehen, ob der hier gold ist. Also nochmal zur Erklärung. Bei dem Typen vor der großen Villa da,
da wo es zum Stall hinabgeht, da kann man alles, was golden ist, quasi eintauschen. Und einmal kann man bei diesem, ich glaube, ist es diese Frau da, in der New Hild Quest Stadt, kann man diese blauen halt eintauschen quasi, die von den blauen Felsen. Genau. Hier geht es dann schon weiter mit dem nächsten Stein. Dann reitet ihr hier lang. Das ist eigentlich wieder eine relativ einfache Route. Hier kommt dann ein Stein. Dann kommt da der nächste Stein. Und ihr seht, es ist ziemlich einfach. Hier ist der nächste Stein. Und dann geht es quasi so weiter. Und zwar kommt hier noch ein Stein. Müsst ihr einfach nur hier lang reiten. Und dann findet ihr auch schon... Oh, jetzt reite ich die ganze Zeit irgendwo gegen. Dann findet ihr auch schon den nächsten Stein. Der befindet sich halt hier so. Bisschen zwischen dem Gestrüpp. Dann müsst ihr einmal hier von dieser quasi Insel einmal rüber. Da ist dann der nächste Stein noch. Dann geht's über da, hier, da, über den Fluss. Hier zu diesem hier. Vorbei an diesem, ja, großen, recht markanten Felsen. Genau. Und dann seid ihr schon an diesem hier. Und dann reitet ihr einmal über den Fluss zur Mondsichelquelle. Die kann man auch recht gut erkennen, weil hier ist natürlich auf der Karte angezeigt und man sieht diese kleine Einmündung da. Genau. Daran orientiere ich mich eigentlich immer ganz gerne. Sieht man auch hier nochmal auf der Minikarte diese kleine Einmündung. Genau. Und hier ist dann für heute der goldene. Ich mache es immer so, dass ich dann von dem Ort halt, wo ich hier war, also egal wo ich dann bin im Spiegelsumpf, ist es eigentlich immer am besten, dann erstmal hier hinzureiten. Zu, wie heißt es nochmal? Dew's Farm? Ich glaube, es heißt Dew's Farm. Genau, das ist da schon fast in Richtung Wolfhall Inn. Da reiten wir jetzt einmal schnell hin. Also hier an der Kreuzung könnt ihr euch orientieren. Genau, da solltet ihr dann hinreiten erstmal. Dann geht's in die Richtung. So, dann reitet ihr hier einfach mal runter. Das ist quasi wie so eine Abkürzung. Man könnte natürlich auch irgendwie außenrum hinreiten, aber genau. Ich reite immer hier lang. Hier den Abhang runter und dann kommt man schon an den ersten Stein. Oh, das ist bei mir direkt der goldene. Der ist hier neben diesem großen Felsen. Dann geht's zu diesem Stein hier neben diesem Baum hier. Dann haltet ihr euch hier an diesen Art Silos, würde ich mal so sagen. Dann kommt hier dieser Stein dort. Dann reitet ihr hier geradeaus von diesem Turm quasi zu diesem Stein hier in Richtung Leuchtturm quasi. Hier kommt dann der nächste Stein. Dann reitet ihr hier hoch diesen Weg. Dann sieht man meistens schon von weitem, ob der Stein da hinten blau, gar nichts oder golden ist. Dann könnt ihr hier einfach hier runter reiten. Passiert den Stein hier. Und anschließend halt auch den hier. Genau, und dann kommt ihr schon vorbei an dem hier, der ist immer von Büschen etwas versteckt. Reitet dann hier neben diesem Art Gebäude weiter. Sieht schon von weitem, welche Farben der hier hat. Springt über den Zaun, hier kommt der nächste, wie man sieht. Also hier noch, da hinten ist der eine. So, und hinter mir ist der andere. Springt hier einfach wieder zurück über die Mauer. Und hinter diesem Baum ein bisschen versteckt ist dann einer. Und dann geht's wieder zurück Richtung Hauptgebäude quasi. Hier ist dann nochmal einer. Dann reitet ihr einfach neben diesem Zaun hierher. Habt hier nochmal einen. Da.
und reitet dann hier lang. Genau. Ihr müsst die Route aber natürlich nicht komplett reiten, sondern immer nur so lange, bis ihr den goldenen gefunden habt. Das macht am meisten Sinn. Am Anfang kann man noch die goldenen, nicht golden, die blauen halt mit einsammeln. Wenn man das Outfit noch nicht komplett hat. Jetzt habe ich aus Versehen auf S gedrückt. Aber genau. Sonst reicht es eigentlich bis zum goldenen einzusammeln. Genau, wir reiten dann jetzt in Richtung von der Dingsterbumsterburg. Ich sag im Moment die ganze Zeit Dingsen und Dingsterbumster, ey. Oh Gott, ich bin schon genervt von mir selber, ey. Ja, okay, genau. Ich habe jetzt vergessen, wie diese Burg heißt, aber egal. Dann reitet ihr halt über diese Brücke hier und fangt hier dann an mit eurer Strecke. Hier fängt man dann an quasi mit diesem hier hinter dem Holzstapel. Reitet um den Holzstapel rum, am besten ohne stehen zu bleiben. Dann kommt hinter diesem einen Busch hier einer, das ist der goldene diesmal. Dann kommt diese Säule hier. Dahinter ist auch nochmal so ein Stein. Reitet ihr einfach diesen Weg halt entlang. So, könnt ihr seitlich runter gucken, ob der hier golden ist. Ist er in diesem Fall natürlich nicht, weil ich hatte den ja schon eben, den goldenen. Dann kommt hier neben dieser quasi Villa halt nochmal so ein Stein. Reitet ihr geradeaus weiter zu diesen Bäumen hier, guckt, ob der blau ist oder gold. Reitet dann hier durch die Lücke durch, biegt ab, reitet hier unter diesen beiden Toren durch, in Richtung von diesem GD-Gebäude quasi. An diesen Brücken vorbei kommt hier einer. Und dann kommt hier nochmal einer. Dann reitet ihr zur Brücke. Hier ist auch nochmal einer. Dann auf dieser Strecke halt nach der Brücke einfach weiter geradeaus, immer geradeaus quasi, dem Weg folgend. Also nicht dem Weg, sondern halt hier quasi leichte Rundung. In Richtung Mondsicheldorf schauend kommt dann hier dieser Archäologiestein quasi. Dann biegt ihr hier nach unten ab. Genau, hier kommen dann hier unten der hier. Dann kommt noch der hier unter der Brücke. Dann kommt noch der hier neben dieser Mauer. Und der hier neben dem Haus. Und dann gibt es noch einen. Wo ist er jetzt nochmal? Genau. Ich bin gerade vorbeigeritten. Oh mein Gott. So, hier. Genau. Hier oben. Quasi über diesem Tor. Kann man auch sonst machen, wenn man von dort kommt. Halt. Also von da, dass man erst hier oben hinreitet, dann da unten und dann die Brücken lang. Aber so geht es natürlich auch vom Haus dorthin. Genau, dann mache ich es meistens so, dass ich... Also ich spare die meistens. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Weil dann hat man die quasi... Ja, dann hat man den Rucksack nicht ganz so voll. Heißt, ich spare die. Genau. Ich mache das so, ich spare die und wenn ich Shoppingtour machen will oder so, dann verkaufe ich die halt. Oder jedenfalls tausche die halt ein und verkaufe das, was ich dann eingetauscht kriege. Ich kann das quasi mal musterhaft machen. Und zwar, ich reite dann meistens noch einfach nach New Quest rein. Da gibt es ja das Rennen für 5, da kriegt man ja 75 Jorvik-Schillinge für und für die Stallaufgaben kriegt man 150. Da kann man das ganz gut quasi aneinander anschließen. Das mache ich jedenfalls immer so. Das ist eigentlich relativ sinnvoll, das genau so zu machen. Genau. Ich reite dann halt immer zu diesem, wo man das eintauschen kann.
Genau, hier kann man es dann eintauschen bei Walter Winterwell. Ich tausche jetzt einfach mal eine antike Medaille ein. Und dafür kriegt man dann zum Beispiel so einen Ausrüstungsgegenstand, den kann man auch gut verkaufen. Oder man kriegt dafür sowas, was man. Das ist nicht so ein Ausrüstungsgegenstand. Das ist, wie heißt das noch? Das sind zum Beispiel römische Sandalen oder so. Die sind richtig wertvoll dafür. Die kann man dann für Tausende von Jahre kriegen, quasi verkaufen. Also das ist wirklich sehr lohnend. Archäologie. Man kriegt natürlich bei jedem, den man ausbuddelt, nochmal 40. Also es ist eigentlich ein gutes Geschäft. Genau, und dann reite ich halt immer noch hier runter und mache dann dort unten das Rennen am Strand. Hier. Und halt die Stallaufgaben. Ja, genau. Das war's auch schon mit diesem Video. Und ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch auch gerne einen Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao!